Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen später dran heute und bitten das sehr zu entschuldigen, aber nun sind wir hier live im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Wir haben heute Nacht ein festes Thema und unser Thema heißt Transplantation und Organspende. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die eine Transplantation hinter sich haben, die darauf hoffen und warten, transplantiert zu werden. Würde gerne grundsätzlich auch mit euch über Organspende reden und diskutieren, vielleicht auch mit dem einen oder anderen, der sagt, nein, ich bin gegen Organspende und ich bin gegen diesen Ausweis und ich habe sogar einen Ausweis bei mir, der klar sagt, ich möchte später, falls ich in die Situation komme, nicht Organspender sein. Also unser Thema Transplantation und Organspende. Ich freue mich sehr, wenn ihr anruft. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Mein erster Anrufer oder Anruferin ist ein Mensch, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ich versuche es mal. Zorica? Ja. Hallo? Hallo. Ist das richtig? Zorica. Ah, eine Frau. 26 ja. Jahre alt. Genau. Du hast dich zu unserem Thema Organspende, Transplantation gemeldet. Genau. Warum? Ich habe in Deutschland geheiratet. Mhm. Meine Schwiegermutter hat vor ungefähr 12 Jahren schon mal eine Transplantation, Nieren, also hat sie bekommen, weil ihre Nieren nicht mehr funktioniert haben. Sie hat zwei Jahre Dialysepatient. Ja, das heißt, sie musste immer an ein Gerät, damit das Blut gewaschen wird, weil die Nieren nicht funktionierten. Genau, genau. Und nach langer Zeit hat sie damals die Niere bekommen. Die waren 8 Jahre in Ordnung. Mhm. Und nach 8 Jahren haben sie auch nicht mehr funktioniert. Mhm. Hat das Organ nicht mehr funktioniert oder ist das Organ abgestoßen worden? Genau, Organ ist abgestoßen. Mhm. Und ja, das habe ich damals, die Geschichte habe ich mir richtig gut studiert, habe ich darüber mit meiner Schwiegermutter gesprochen. Ja. Dann bin ich zum Arzt gegangen, dann habe ich mit ihm gesprochen, weil ich habe vor ungefähr 10 Jahren erfahren, dass ich 3 Nieren habe. 3 Nieren? Genau. Ja, das gibt es ganz selten, aber das gibt es bei Menschen, dass sie mit 3 Nieren geboren werden, in der Tat. Genau. Und du hast 3 Nieren? Genau, ich hatte 3 Nieren, also die dritte, die hat keine große Funktion, die ist da, die schadet nicht, die bringt auch nicht viel. Aber sie funktioniert. Sie funktioniert, ja, genau wie bei, sage ich mal, normale Menschen, die 2 Nieren haben, die können auch mit einer leben. Mhm. Wo sitzt diese dritte Niere? Die ist in der Nähe von der eine von den beiden. Ah ja, also so aneinander gepappt irgendwie. Genau, genau. Und dann habe ich mit dem Arzt gesprochen, habe ich gesagt, ich würde das gerne machen. Was würdest du gerne machen? Bitte? Was würdest du gerne machen? Ich wollte, dass meine Schwiegermutter eine Niere von mir bekommt. Ach so, dass du quasi deine, zu viel Niere, die du zu viel bekommen hast von der Natur, dass deine Schwiegermutter die bekommt. Genau. Mhm. Und hat sie sie bekommen? Hat sie sie bekommen. Sie hat sie bekommen. Genau. Das heißt, du musstest dich einer durchaus auch größeren Operation unterziehen. Da wurde die Niere entfernt. Genau. Und deiner Schwiegermutter hat sie bekommen. Eingepflanzt. Da muss deine Schwiegermutter doch super stolz auf dich gewesen sein, dass ihre Schwiegertochter das getan hat. Meine Schwiegermutter hat nie erfahren, dass ich das gemacht habe. Sie hat es nie erfahren? Nein. Warum nicht? Das ist grundsätzlich so, dass die Leute, wo Organspende bekommen, nicht wissen, von wem der Organ bekommt, von wem der Organ kommt. Ja, das ist mir auch bekannt, aber soweit ich weiß, bei ganz nahen Verwandten darf man das wissen unter Umständen. Genau, aber Schwiegertochter gehört nicht zu dir. Ach so. Weil. Ach so. Es können mehrere Schwiegertöchter sein. Ah. Und aus dem Grund. Aber dann hat doch deine Schwiegermutter mitbekommen, dass du im Krankenhaus warst? Sie war derzeit selber im Krankenhaus. Ah, ja. Und
Mein Ehemann hat davon gewusst, mein Schwiegervater hat davon gewusst. Mhm. Und dann haben ihr erzählt, ich wäre krank, deswegen komme ich nicht zum Besuch. Jetzt lass mich erstmal noch dich befragen. Wie lange hast du gebraucht, um dich von dieser Operation wieder zu erholen? Ich stelle mir das als eine durchaus auch nicht so kleine Operation vor. Also die Operation an sich selber war einfach, ja, es ging eigentlich schnell. Mhm. Danach habe ich schon ein paar Wochen gebraucht, bis ich das alles wieder, also bis mein Körper das akzeptiert hat und sich dran gewöhnen müsste. Nun kann man sagen, du hattest dieses Organ übrig. Genau. Dennoch ist das natürlich eine große Entscheidung, wenn man sagt, ich spende ein Organ für einen nahen Angehörigen. Ja. Es ist ja mit Risiken, mit Unannehmlichkeiten der Operation verbunden. Ist dir diese Entscheidung leicht gefallen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich viel darüber nachgedacht. Mhm. Ja, und dann habe ich mich dafür entschlossen, weil ich wollte meine Schwiegermutter was Gutes tun. Das heißt, du musst die auch schon sehr gerne gehabt. Und du musst sie sehr gerne haben, deine Schwiegermutter. Genau. Ja. Meine Schwiegermutter ist leider letztes Jahr im August gestorben. Ach so. Wie lange hatte sie denn dann deine Niere? Wie lange hat sie damit leben können? 4 Jahre. Das heißt, das Organ wurde akzeptiert von ihrem Körper. Ja. Und ist sie in diesen 4 Jahren gut? Hat sie gut damit gelebt? Ja, wunderbar. Es war wirklich, sie hat keine Probleme mit Nieren gehabt. Das heißt, sie ist nicht an der Transplantation dann letztendlich verstorben, an den Folgen der Transplantation? Nein. Sondern? Nein. Sie wurde an ihre Herzklappe operiert und sie hat die Operation nicht überstanden. Also eine ganz andere Sache als die Ganz andere Sache. Mhm. Und 2 Tage vor der Operation bin ich mit ihr an einem Tisch gesessen, dann hat sie zu mir gesagt, sie würde die Operation nicht überstanden, sie würde sterben. Dann habe ich gesagt, nein Mama, du kommst wieder nach Hause. Also Sie sprechen jetzt von der Herzoperation? Genau, wir sprechen von Herzoperation. Mhm. Und dann habe ich wirklich überlegen müssen und habe ich das gemacht, soll ich jetzt sagen oder nicht? Dann habe ich gesagt, nee, wenn alles in Ordnung ist und wenn alles gut verläuft, dann sage ich hier immer noch nicht. Ja, es war nicht der Fall. Sie ist 2 Tage später gestorben. Also sie ist in künstliche Koma gelegt worden. Mhm. Ich habe Anruf von dem Arzt bekommen, der sie operiert hat an die Herzklappe. Bedauerst du das jetzt im Nachhinein, dass du es ihr nicht gesagt hast? Das wollte ich gerade sagen, wo sie in künstliche Koma gelegen ist, bevor die ganze Apparaten und Automaten ausgeschaltet worden sind, bin ich zu ihr gefahren, weil der Arzt zu mir gesagt hat, ich kann Abschied von ihr nehmen. Mhm. Und dann habe ich sie ganz fest gedrückt und habe ich sie ins Ohr geflüstert, dass ich das war, dass ich derjenige bin, wo ihr die Niere vielleicht, gespendet hat. Vielleicht hat sie es ja noch wahrgenommen. Hoffe ich. Vielleicht hat sie es wahrgenommen. Aber auch wenn sie es nicht wahrgenommen hat, finde ich das super, dass du das gemacht hast und ziehe wirklich vor dir den Hut. Wenn man, da muss man schon jemanden sehr mögen, wie ich es gerade sagte. Ich muss auch noch dazu sagen, nach der Operation, die meine Schwiegermutter hatte, also ich spreche jetzt wieder von der Transplantation, 3 Monate später ist mein Schwiegervater Dialysepatient geworden. Mhm. Also der war auch auf die Liste und hat er gewartet, bis jemand ihm Niere spendet. Mhm. Ich habe weder mit dem Gedanken gespielt, ihm nochmal eine Niere zu spenden. Ja. Aber spielst du noch immer mit dem Gedanken? Ich kann das bei meinem Schwiegervater. Ich konnte das bei meinem Schwiegervater nicht machen. Und warum? Weil wir haben, dann muss Blutgruppe stimmen und alle anderen Werte müssen passend sein. Aber auf jeden Fall kannst du sagen, dass du deiner Schwiegermama zumindest diese 4 Jahre noch beschert hast. 4 Jahre Leben geschenkt. Und das ist eine erhebliche Lebensqualitätsbesserung, wenn das Organ angenommen wurde, als denn ständig zur Analyse, Dialyse zu fahren. Genau. Ja. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ich finde toll, was du gemacht hast und wünsche dir alles Gute. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Noch. Ciao.
So, ihr Lieben, solltet ihr gerade zugeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt Organspende, Transplantation. Und folglich möchte ich gerne zu diesem Thema gerne mit Betroffenen sprechen, mit Menschen, die ein fremdes Organ bekommen haben, die auf ein fremdes Organ warten. Würde auch gerne mit euch über das Pro und Contra der Organspende diskutieren und reden. 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Hubert und Hubert ist 57. Guten Morgen. Hallo Hubert. Hallo? Ja. Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen, Hubert. Schön, dass du anrufst. Ja. Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Warum? Ja, weil ich warte seit etwa über 10 Jahren auf ein neues Herz. Seit 10 Jahren auf ein neues Herz? Ja. Das ist eine lange Zeit. Das kann man so sagen, ja. Das heißt, dein Herz ist so krank, dass es eigentlich nicht mehr alleine richtig, dass es das allein nicht mehr schafft. Das ist richtig. Und zwar ist das einfach deswegen, weil ich habe also mittlerweile 7 Herzinfarkte. Mhm. Ich habe 5 Bypässe. Ja. Die sind allerdings alle wieder zu. Ja. Und ja, die Herzklappe, die ist also sehr müde. Mhm. Und dadurch ist natürlich der Blutdurchfluss sehr stark gestört. Hast du so einen Schrittmacher auch im Herz? Nee. Das nicht? Nee. Mhm. Na, ja, und da kommen natürlich dann, noch so andere Krankheiten dazwischen, die sich dann halt eben so ergeben. Ja. Und man muss ja immer abrufbereit sein. Ne? Wie sehr, Hubert, ich meine, das ist ja nun eine unglaublich lange Zeit. Du bist erst 57 Jahre alt. Das heißt, das hat im Alter von Ende 40 bei dir angefangen mit der Herzerkrankung. Wie sehr hat das Auswirkungen auf dein Leben und deinen Alltag, diese schwere Erkrankung? Wie lebst du? Ja, wie lebe ich? Ich lebe sehr einsam. Mhm. Kannst du dich allein noch nach draußen bewegen oder bist du zu schwach dafür? Nee, weil ich mittlerweile auch im Rollstuhl sitze. Mhm. Also die sozialen Kontakte, die sind also gleich null. Mhm. Dann kommt halt eben dazu, man hat sehr wenig Geld zur Verfügung, weil ich einen Fehler gemacht habe und habe praktisch nach den ersten 3 Infarkten und nach den Bypass-Operationen, da wollte man mich berenten und da habe ich aber gesagt, nö, das will ich nicht. Ich will ja wieder arbeiten. War ein Fehler damals. Das war ein Fehler. Mhm. Hast du auch eine Partnerin? Nein. Ich hatte. Und ich war 3-mal verheiratet. Mhm. Nur, wie gesagt, dadurch, dass man doch sehr stark halt behindert ist, sind halt eben alle Partnerschaften in Eimer gegangen. Das heißt, deine letzte Partnerin hat dich, kann man das so sagen, wegen deiner schweren Erkrankung verlassen? Sagen wir mal so, ich will jetzt nicht unbedingt, ist halt ein Grund gewesen. Mhm. Jetzt muss ich dich mal fragen, du hast gerade gesagt, du hast die Herzerkrankung gerade uns geschildert und das klingt ja sehr dramatisch. Ist beispielsweise so ein Gespräch wie das, was wir gerade hier führen, ist das nicht zu aufregend und zu stressig für dich? Ich sag mal so, es ist schon aufregend, sicherlich, aber ja, wie soll ich das sagen? Man macht ja im Prinzip nichts anderes. Man denkt nach, weil eben, wie gesagt, mittlerweile bin ich auch sehr schwer zuckerkrank. Mhm. Und das hat zur Folge, ich kann nicht mehr richtig sehen. Mhm. Ach du liebe Zeit, da kommt also ganz viel zueinander. Da kommen also ganz viele Sachen zusammen. Könntest du denn transplantiert werden aufgrund auch der anderen jetzt eingetretenen Erkrankungen? Ginge das rein medizinisch noch? Das weiß ich nicht. Mhm. Ich stehe zwar auf der Liste, ich bin auch immer abrufbereit. Wie gesagt, also mein Rollstuhl steht draußen am Flur. Ja. Ich habe ständig eine gepackte Tasche. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Telefone du hast. Blockieren wir eventuell jetzt was? Nein, ich habe grundsätzlich eins,
das habe ich also immer bei mir, egal wo ich hingehe, selbst da, wo man normalerweise auch ohne Telefon hingeht, selbst unter der Dusche habe ich ein Telefon dabei, das ist in so einer Plastiktasche eingepackt. Wie gesagt, das heißt, wenn da jemand anruft, dass du wirklich sofort zur Stelle bist, richtig, und die können dich dann innerhalb kürzester Zeit abholen. Und wo würde das dann, wo lebst du zurzeit? Ich lebe in Köln. Ach, du lebst in Köln. Würde das dann auch in der Uniklinik Köln gemacht oder würde man dich irgendwo hinfliegen müssen? Ich will doch hier nicht aus Köln weg. Nein. Es hätte ja sein können, dass das hier nicht geht. Ich muss auf jeden Fall, wenn ich irgendwie wach bin, will ich den Dom sehen, ich will Leute sehen. Und die kölschen Töne willst du hören? Genau das. Ja. Also, Hubert, ist denn eine große Sehnsucht bei dir, eine Hoffnung, dass es zur Transplantation kommt? Ich sag mal, ich habe die Hoffnung, dass es halt zu einer Transplantation kommt, weil ich habe halt eben Kinder, die ich zwar sehr lange nicht mehr gesehen habe, weil ich da halt eben einfach sag, ich will meine Kinder irgendwann noch mal sehen. Ja. Wohnen denn deine Kinder auch in Köln? Ja, teilweise. Und warum besuchen die dich nicht, wo du so krank bist? Das ist wahrscheinlich der Grund. Weil du so krank bist? Was ja auch traurig ist. Wie gesagt, also soziale Kontakte sind also gleich null. Wenn ich einmal im Monat beispielsweise auf die Straße gehe, dann ist das für 2 Stunden, wo ich einkaufe, alles andere. Wie gesagt, also meine sozialen Kontakte sind halt eben Fernsehen, das heißt auf der anderen Seite Radio, weil Fernsehen sind 5 Minuten, dann sehe ich das gar nicht mehr, das verschwindet alles. Aber eben wie gesagt, Radio. Lass mich mal fragen mit dem Einkaufen, wie du dich gerade beschrieben hast, schaffst du das denn, das was du brauchst, alles alleine einzukaufen oder geht dir da irgendein Zivi zur Hand oder irgendeine Hilfskraft? Ich beiß die Zähne zusammen und dann geht das. Ne? Aber wie gesagt, das sind 2,5 Stunden und der Rest verbringe ich halt eben in meiner Wohnung. Jetzt muss ich dich nochmal was Medizinisches fragen. Ich habe gerade gesagt, kannst du überhaupt noch transplantiert werden aufgrund der Erkrankungen, Zuckererkrankung und so weiter? Da hast du gesagt, weiß ich nicht. Hast du nicht einen Arzt, der so immer mit dem du immer Kontakt hast, der dich da beraten kann? Das hängt einfach davon ab, wie gesagt, also meine letzte ärztliche Untersuchung, die war jetzt vorige Woche. Ja. Und der kennt also meine Daten, nur der Nachteil an der ganzen Sache ist halt eben, also ich sollte mittlerweile 2-mal jetzt schon halt transplantiert werden. Ja. Nur habe ich das Pech gehabt, beide Male war ich halt eben wegen anderen Krankheiten im Krankenhaus. So. Und das ist aber ärgerlich. Das ist aber wirklich ärgerlich. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern... Nee, das ist dramatisch, ist das. Daraus ergibt sich einfach, dass man psychisch total daneben ist. Verstehe. Und Hast du denn per Telefon vielleicht, hast du schon mal versucht, da Kontakt zu anderen Betroffenen, so Selbsthilfegruppen vielleicht aufzubauen? Schon mal überlegt? Nee, überlegt schon, aber das Problem ist, wie alles andere, ist halt eben ein finanzielles Problem. Klar, das kostet all Geld, hast du recht. Das kostet alles Geld und ich muss also wirklich sehr haushalten und Das heißt, da überlegt man schon, ob man da nochmal telefoniert und wenn man sehr lange telefoniert, dann kostet das wieder Gebühren und so läppert sich jeder Euro nacheinander zusammen. Und das ist richtig. Ja. Nochmal die Frage zu der Transplantation. Wenn es so käme, was ich dir wünsche, von Herzen, wirklich von Herzen, und nehmen wir an, das Organ würde von deinem Körper akzeptiert, wie sehr würde sich dein Leben verbessern? Wie stellst du dir das vor? Ich verbinde einfach damit die Hoffnung, dass ich sagen kann, zurzeit
rechne ich einfach mal damit, dass ich sage, ja gut, diesen Monat ging es noch. Ja, nächsten Monat ist, weiß ich nicht. Aber das ist das, wo ich dann halt eben sage, sollte das neue Herz halt eben funktionieren, entsprechend drin bleiben, dass ich dann vielleicht sagen kann, gut, die nächsten 2 Jahre schaffe ich noch. Ich verstehe das. Oder, Perspektive, eine Lebensperspektive ist dann da und eine Aussicht, ja. Ne? Mensch Hubert, das tut mir so leid, dass du da so einsam und isoliert lebst. Mir fällt da gerade ein, wir haben uns, das heißt, du hast mich auch schon mal gesehen. Nein. Doch. Hier in Köln? Ja, hier in Köln. Ach, das ist ein Ding. Und zwar hast du das evangelische Krankenhaus besucht. Ja, ja. Und da bist du unten, ich weiß nicht, ob du da in den Eingang reingekommen bist, und da hat dich jemand begrüßt mit Guten Tag, Herr Domian. Das mag sein, ja, da kann ich mich jetzt nicht mehr so genau erinnern. Das war ein langer Flur unten in der Eingangsetage. Ja. Und da hast du dich rumgedreht und hast gegrinst. War das voriges Jahr im Frühsommer? Ja, richtig. Ja, dann kann ich mich sogar daran erinnern. Ja. Ja, das ist ein Ding. Das ist wirklich ein Ding. Lieber Hubert, Mensch, ich drücke dir wirklich alle Daumen dieser Welt, dass du ein neues Organ bekommst. Und so schnell wie möglich. Aber so wirklich, so schnell wie möglich. Da hatte ich nämlich meinen Zuckerschock und war gerade 24 Stunden aus dem 4-monatigen Koma. Ach du Lieber. Raus. Und lag da im Flur und hab da auf eine Untersuchung gewartet. So klein ist die Welt, ne? Ja. Lieber Hubert, ich mach mal einen Vorschlag. Leg du doch jetzt bitte mal auf und dann ruft dich meine Psychologin, die Elke, mal zurück. Dann könnt ihr beide noch ein bisschen reden. Vielleicht gibt es ja doch irgendeine Möglichkeit, dass du ein bisschen Kontakt noch zumindest bekommst. Eine Frage. Irgendwie ein Autogramm von dir? Kriegst du auch. Möglich? Natürlich, versprochen. Du sagst der Elke gleich deine Anschrift und dann kriegst du das, aber hundertprozentig. Das ist in Ordnung, da freue ich mich. Also ich drücke dir die Daumen, wünsche dir viel Kraft und alles Liebe und alles Gute von Herzen. Ja, wie gesagt, also ich halte das immer wie den Bauarbeiter, der von oben runtergekommen ist, ne? Ja. Nach dem Motto, die 8. Etage habe ich geschafft. Ja. Mal gucken, ob das andere auch noch gut geht. Es ist toll, wenn man noch Humor hat, wenn man wirklich so gebeutelt ist. Alles Gute, Hubert. Ja, ich wünsche dir etwas Fröhliches. Dankeschön, tschüss. Ciao. Mann, da noch Scherze machen, wenn man wirklich so erkrankt ist, das ist wirklich toll. Das ist wirklich toll. Hier ist Ottmar und Ottmar ist 59. Guten Morgen, Ottmar. Ja, schon guten Morgen, Domian. Ja. Zu unserem Thema. Ja. Organspende. Also hier ist nochmal eine Kölsche, hat man hier vorhin schon gehört. Ne? Ja. Und ich bin seit 10,5 Jahren lebertransplantiert. Mhm. Ich hatte Leberkrebs, wurde in Hannover transplantiert. Und kam nach der Transplantation, war noch lange Zeit in einer Koma-Phase drin. Lass mich eben fragen, wie lange hast du auf deine Leber damals warten müssen? Ja, ich bin Ende August 95 ins Krankenhaus gekommen und habe am 15. Oktober schon wegen der Dringlichkeit, kam ich zwar auf die Liste, bin aber von hinten direkt auf die erste Stelle gekommen. Und habe am 15. Oktober bereits mein Transplantat gehabt. In dem gleichen Jahr? In dem gleichen Jahr. Mhm. Also ich habe quasi knapp 3 Monate warten müssen. Wie hat der Körper darauf reagiert, auf das fremde Organ? Der Körper hat das eigentlich sehr gut angenommen, aber kopfmäßig habe ich das Organ bzw. seelisch nicht angenommen. Ach, das heißt also, es gab keine Abstoßreaktionen des Immunsystems? Es gab mehrere Abstoßreaktionen aufgrund meiner seelischen Verfassung. Ach so, also ich halte fest, dass durch die Koma-Phase, da hatte ich die schlimmsten Albträume, die man sich überhaupt vorstellen kann. Mhm. Und deswegen habe ich auch anschließend, wie ich wieder aus der Koma-Phase raus war, auch nie das Wort Leber mehr in den Mund genommen. Hm. Ich habe immer gesagt, das Ding. Das war für mich ein Fremdkörper. Das Ding, was du fremd da in dir hattest. Ja, das war für mich ein absoluter Fremdkörper. Und das hat dir so zu schaffen gemacht. Ich war dankbar,
dass ich ein geschenktes Leben wieder hatte. Mhm. Aber das war für mich dermaßen kompliziert, das überhaupt aufzufassen. Mhm. Dann kam die Zeit, dass ich mir Schuldvorwürfe machte. Dass ich, als wenn ich schuld gewesen wäre an dem Tod von demjenigen, der mir das Organ geschenkt hat. Wie weit denkt man denn überhaupt über denjenigen nach, dessen Organ das ist? Also ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Ich hatte Gott sei Dank das Glück, einen Arzt, der bei der Transplantation mitwirkte, kennenzulernen. Ich habe dann dran gebohrt und gelöchert, woher das Organ kam. Normalerweise. Der mir dann gesagt hat, also das Organ, das kam aus Berlin, das gehörte einem männlichen Unfallopfer. Mhm. Weitere Informationen dürfen ja nicht weitergegeben werden. Nein, ich hätte es gerne gewusst, aber ich habe mir immer Gedanken gemacht, hat der Mann jetzt Kinder? Vielleicht könntest du auch finanziell irgendwie unter die Arme greifen. Aber das ist ganz streng geregelt, dass es da keinen Kontakt geben soll. Nein. Lass mich nochmal darauf zu sprechen kommen. Du hast gesagt, für dich war das Ding, obwohl es dir dein Leben gerettet hat und wahrscheinlich deine Lebensqualität auch verbessert hat. Dennoch war es dein Ding. Hast du immer gedacht, da ist ein Stück fremder Mensch in mir drin? Richtig. Deswegen konnte ich das absolut nicht akzeptieren. Das heißt, obwohl meine Frau mir jedes Mal wieder gesagt hat, mein Gott, weil das Schuldgefühl, das war bei mir so verwurzelt, dass ich dachte, also du bist schuld an dem seinem Tod. Was ja Wahnsinn ist. Meine Frau sagte immer, mein Gott, der Mann wäre so und so gestorben. Mhm. Du hattest vor der Transplantation, da hast du nie dran gedacht, dass du überhaupt mal den Anspruch nehmen brauchtest, lange einen Organspendeausweis. Mhm. Hattest du einen oder hattest du keinen vorher? Ich hatte lange vor einen. Du hattest einen, obwohl du gar nicht erkrankt warst. Das ist die Transplantation hat vor 10 Jahren stattgefunden, hast du gesagt. Ja. Heute hast du die Leber immer noch. Ich habe sie immer noch. Und die funktioniert gut? Die funktioniert gut. Hast du sie heute richtig akzeptiert als Teil deines Körpers? Ja, also jedes Jahr, wenn der Todestag dann kommt, dann ist dann, normalerweise müsste das für mich ja ein zweiter Geburtstag sein, aber das ist für mich ein Todestag, wo ich extrem an den Toten denke, der verunglückt ist, beziehungsweise an den Spender. Also du kannst den Todestag ungefähr sagen, ne? Natürlich, in dem Moment als... Ja, das als ist der Tag vor. Ein Tag vorher, genau. Das ist klar. Der 14. Oktober gewesen. Am 15. bin ich heute transplantiert worden. Das heißt, jedes Jahr ist dieser Tag für dich ein präsenter Tag. Ja, dann fahre ich meistens in ein ganz, ganz tiefes Loch. Hat man dir dann so psychologisch geholfen, dass du so doch wieder so einigermaßen hinkriegst, wie du es gerade geschildert hast? Also ich war sehr mit Depressionen belastet, bin natürlich daraufhin vorher ja in einer psychosomatischen Klinik gewesen. Ja, ja. Und da wurde mir eigentlich sehr gut geholfen, durch eine tiefen Psychose, durch Plastizieren. Und das kann ich nur sagen, also das war auch unheimlich wichtig. Also sonst hätte ich das nicht geschafft. Kannst du denn? Dinge hätte ich so nicht geschafft, wenn meine Familie mir nicht immer zur Seite gestanden hätte. Kannst du denn du bist ja auch erst 59 und du schon seit 10 Jahren das Organ hast, das ist ja, da warst du auch noch kein alter Mann. Kannst du jetzt so eigentlich so ein normales Leben führen? Kannst du so alles essen, kannst du trinken, kannst du in Urlaub fahren? Geht das? Das geht fantastisch. Also das ist kein Problem. Nur durch die Medikamente, durch die Abstoßungsreaktionen sind, beziehungsweise Immunsuppressivas, da gibt es nur 4 Stück. Und davon kann ich 3 nicht vertragen. Das hat zur Folge, dass mir eine Niereninsuffizienz beschert wurde. Hab dann ein Medikament bekommen, was normalerweise ein Nierentransplantierter bekommt, aber in Verbindung mit sehr hoher Dosierung an Cortison, was natürlich bewirkt, dass auch mein gesamtes Knochengerüst sehr porös ist. Ich habe mittlerweile mehrere
Bandscheibenvorfälle, die auch nicht mehr operabel sind. Das ist interessant, was du erzählst, weil viele Leute denken, ach Gott, ja, dann kriegt man ein neues Organ und wenn das dann gut angewachsen ist, dann ist alles wieder gut. Aber so einfach ist es nicht. Man muss dann, glaube ich, Zeit seines Lebens eben diese schweren Medikamente nehmen, die dann wiederum auch diese Nebenwirkungen haben, wie du sie gerade geschildert hast. Ja, ich nehme momentan 26 Tabletten am Tag. Und die musst du immer nehmen, solange du lebst? Sobald ich 3 Tage mit den Immunsuppressivas aussetze, wird die Leber wieder abgestoßen. Es bleibt ein Leben lang ein Fremdkörper in meinem Körper drin. Ja. Also nie würde der Körper das endgültig akzeptieren, sondern es ist immer ein Fremdkörper, wie du gerade gesagt hast. Immer ein Fremdkörper. Mhm. Dennoch, trotz aller Schwierigkeiten, die du jetzt geschildert hast, und Höhen und auch Tiefen, bist du glücklich darüber, dass du diese Leber bekommen hast vor 10 Jahren? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Und das ist eine ganz andere Lebensqualität, wenn ich daran denke, wie die Lebensqualität vor der Transplantation war. Ja, wahrscheinlich wärst du längst verstorben. Ich hatte hochgradig Krebs, hatte vor und nach der Transplantation längere Zeit noch Chemos bekommen. Und jetzt also die Lebensqualität, also ich kann mich bewegen und ich kann essen und ich trinke alles. Ne? Oh, natürlich kein Alkohol, ist ja klar. Du hast gerade das Stichwort gebraucht, Organspendeausweis. Ich glaube, dass ganz viele Menschen in Deutschland rein theoretisch bereit sind und die sagen, ja, okay, wenn es mich dann irgendwie treffen sollte und der Gehirntod eintreten sollte, würde ich gerne Organe spenden. Aber die wenigsten haben so einen Ausweis bei sich. Was natürlich zur Folge hat, dass ihr, die vielen, die auf Organe warten, eben diese bitteren unter Umständen jahrelang zermürbenden Wartezeiten auf euch nehmen müsst. Ich habe mal im Internet ein bisschen rumgesucht. Viele fragen sich ja, wie kommt man denn daran an so einen Organspendeausweis? Ist kompliziert, da muss man irgendwie zum Gesundheitsamt gehen oder so. Nein, man kann sich so einen Organspendeausweis auch ganz einfach ausdrucken im Internet. Beispielsweise unter www.lebertransplantation.de. Da kann man sich durchklicken. Der muss dann nicht so groß sein wie hier. Ich habe hier ein DIN A4 Blatt, das kann man sich auch kleiner machen, Ausweisgröße. Und dann hat man so ein Ding. Und das kann ja fast jeder, der einen Drucker und einen PC hat, kann das ja machen. Ich finde es eine gute Sache und ich möchte gerne sehr viel Werbung dafür machen, dass sehr viele, viele Menschen so einen Ausweis bei sich tragen, um damit Leben zu retten. Ich finde, das ist ein Akt der Nächstenliebe, das zu tun. Und das ist meine persönliche Auffassung. Lieber Ottmar, ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir, dass alles noch lange gut läuft und dass es dir gut geht. Ja, recht herzlichen Dank. Ja, alles Gute. Tschüss, Ottmar. 0800 220 5050 und herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Anita. Und Anita ist 78 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen oder guten Abend, wie du willst. Die Stimme am Telefon von dir ist ganz anders, als wenn man dich über den Fernseher hört. Ja, das glaube ich. Du hast aber eine sehr junge Stimme, muss ich sagen. Vielen Dank. Bist aber nicht der Einzige, das sagen andere Leute auch. Und entsprechend bin ich eigentlich auch gesund. Was ein Segen ist in dem Alter. Bitte? Was ein Segen ist in dem Alter. Ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, das muss zwar keiner beobachten, das ist dann im Moment erstmal schleppen, aber dann bin ich auch ganz dankbar immer und stehe mit einer Tasse Kaffee am Fenster und schaue mir die Gegend an. Ja, das muss man. Und bin dankbar, dass es mir so gut geht. Ja, so muss man es auch machen. Ja. Aber du hast dich zu dem Thema gemeldet. Ja, aber ich bin eigentlich kein Organspender. Dazu war ich zu alt schon damals, als die Sache so begann und aktueller wurde. Ich bin Körperspender für medizinische Zwecke. Ah, das heißt, du hast ein Testament gemacht, wenn du irgendwann stirbst? Ja, wenn ich mal die Augen zumache, darf mich kein anderer Arzt und so weiter anfassen. Ja. Und ich trage auch immer die Ausweise bei mir. Ich muss dann eben abgeholt werden von der betreffenden Universitätsklinik oder Universität. Ja, das ist es. Ich habe die Ausweise eben immer bei mir. Hast du dich... In Berlin bei der Charité angemeldet. Ja, nee, ich wollte was anderes fragen, lass mich eben fragen. Ich meine nämlich, dass auch ältere oder auch sehr ältere Leute auch noch Organe spenden können. Nicht alle, aber einige Organe. Hast du dich ein bisschen schlau gemacht? Habe ich mich schlau gemacht.
muss ich aber ehrlich sagen, finde ich nicht so gut. Also ich finde es gut, die Angelegenheit. Ja, ja. Aber meines Alters wegen finde ich es eigentlich nicht so gut. Ja. Ich meine, ich habe irgend so einen Pieps am Herz, aber der belastet mich nicht. Ich laufe noch Ski und also das ist... Nun gut, deine Entscheidung ist gefallen und das ist ja auch eine sehr wichtige Entscheidung. Ja. Wenn man sagt, ich stelle meinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung, damit ja junge Leute dran lernen können, um hinterher das Gelernte wieder Menschen zugutekommen zu lassen. Genau, ja. Ganz genau. War das für dich eine schwere Entscheidung? Ach Gott, ich habe natürlich ziemlich lange darüber nachgedacht. Hm. Nun habe ich in meinem Freundeskreis einige Ärzte noch praktizieren und solche, die auch schon in meinem Alter schon sind. Und auch mein Hausarzt. Ich habe mich mit allen ausführlich darüber unterhalten. Hm. Und alle, besonders mein Hausarzt eigentlich, fanden meine Idee sehr richtig. Mhm. Die Studenten irgendwo dran müssen sie ja merken und lernen. Klar. Und der Einzige, der dagegen gewesen ist, ist an der Berliner Charité, der Portier, der zu dem Gebäude, wo ich mich melde. Der Portier? Der war dagegen. Warum der Portier? Der sagt, es gäbe genug, die auf der Autobahn sterben. Naja. Und ich habe mich dazu nicht weiter geäußert. Ich glaube, dass das aber eine absolut richtige Entscheidung ist und dass immer wieder auch, tote Menschen gebraucht werden und gesucht werden für diese Arbeit. Man bekommt dafür aber kein Geld, ne? Nein. Aber ich glaube, früher ist das mal. Ganz früher war das, glaube ich auch. Früher war das. Ja, also. Im Übrigen, ganz wenig bin ich auf die Idee gekommen, eine entfernte Tante hat vor Jahrzehnten was man machen lassen. Ja. Und wenn ich das richtig weiß, hat sie wohl auch Geld dafür bekommen. Also darauf habe ich gar nicht gerechnet und spekuliert. Aber es ist so, die Universität übernimmt alle anfallenden Kosten. Ja, auch die Beisetzung hinterher. Und danach alles. Mhm. Also wenn man nun Wünsche hat, dass man hinterher noch mit Trara bestattet werden möchte, also die Reste, wollen wir mal so sagen. Mhm. Ja. Möchtest du das? Nein, ich habe alles abgelehnt und möchte in aller Stille, was da übrig bleibt, anonym. Die Urne. Ja. Da gibt es bei diesen Universitäten, die das machen, diese Körperangelegenheiten, die haben auch eigene Friedhöfe. Ja, so kenne ich das aus Köln ja auch. Das sind so nicht eben. Ja, das sind so Wiesen oder so Felder. Ja, genau. Oder Wiesen, nicht also wie diese, beinahe wie diese anonymen Friedhöfe überhaupt. Anita, für die auch, ja. Hast du eine Familie? Hast du Kinder, einen Mann? Nein, eben nicht. Du bist alleinstehend. Ich bin alleinstehend und möchte, entfernte Verwandtschaft eben halt, ja, Cousinen. Ich könnte mir sowas für mich auch vorstellen. Da hätte ich überhaupt gar kein Problem mit. Ich glaube, es ist, wenn problematisch, für die ganz nahen Angehörigen. Genau. Wenn die sich vorstellen, da der Freund oder die Mutter oder der wird zerschnibbelt. Ja. Also ich glaube, wenn ich noch lebende nähere Verwandtschaft hätte, hätte ich vielleicht auch ein bisschen deswegen gezögert. Mhm. Ja. Andererseits, aber es ist nun so, also es wird alles übernommen von der Uni. Und der Rest von der Krankenkasse, ne? Ja. AOK oder das wo heißt, man alles dabei ist, dann ist ja. Geregelt. Das ist alles geregelt. Mhm. Und für dich persönlich, ertappst du dich dabei, dass du dann schon mal so denkst, wie wird das aussehen, wenn ich da als kalte, weiße Leiche auf dem Tisch liege? Den Gedanken habe ich mir langsam schon weggelegt. Ja. Ich habe die Augen zu und, das hoffe ich eigentlich nicht, doch geschlossene Augen, aber dass ich doch beobachte, was die da an mir rumschnippeln, ich merke es ja nicht. Nein, du merkst es nicht. Ich fühle es ja nicht. Nein, ich bin, so burschikos bin ich eigentlich nicht. Natürlich habe ich darüber nachgedacht, aber was soll's? Was soll das? Ja, genau so denke ich es auch. Was soll's? Was soll das? Man tut nur Gutes damit. Ich bin darauf nicht eingebildet, auf dieses gute Tun, aber trotzdem sehe ich doch einen gewissen Sinn dabei. Gibt es Leute in deinem Umfeld, vielleicht auch in deiner Generation, die nicht so locker draus sind wie du, die sagen, um Gottes Willen? Es gibt einige, die irgendwo, und das mag ich eigentlich immer gar nicht, die mich einerseits denn sehr bewundern, was ich da, dass ich das mache. Mhm. Und die andere, ist ja gut, aber nein, das möchte ich nicht. Ja. Es gibt einen ganz Teil dabei. Mhm. Andererseits sagte ich ja vorhin schon, dass ich in meinem Freundeskreis einige Ärzte habe.
also in der Richtung Leute habe, da ist das Verständnis oder ist schon anders wieder. Auch von deren Kindern, die ja, das glaube ich auch. Erwachsene ja, ja. Leute sind ja, ja. Mhm. Und so, und dass da das doch alle sagen, ja, Anita, hast du richtig gemacht oder machst du richtig. Und außerdem muss ich das nun sagen, es ist meine Angelegenheit. Klar, absolut, deine Angelegenheit, genau. Ja? Also Anita, es hat mich gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Ich habe mich gefreut, dass ich mal da durchgekommen bin. Ich bin zweimal schon im Laufe der Jahre. Ja. Ich sehe dich eigentlich auch fast nächtlich. Ah ja. Und oder höre. Und aber ich bin dann glücklich endlich mal durchgekommen, aber dann war das nachher schon so spät, ja. Dass man doch nicht zum Also ich finde ein wichtiges Thema, was du angesprochen hast. Vielleicht bringt das den einen oder anderen auch auf die Idee, das mal zu machen. Wäre ja nicht schlecht, wenn das das Resultat des Gesprächs wäre. Ja, ich würde es nicht erfahren, aber es würde mich trotzdem freuen. Ja, mich auch. Und ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ich freue mich, dass du da warst. Und schöne Grüße nach Berlin. Mache ich. Tschüss. Gut, tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt zu unserem Thema Organspende, Transplantation, dann meldet euch oder mailt unter domian@wdr.de. Jetzt geht es weiter mit der Barbara. Barbara ist 49 Jahre. Guten Morgen, Barbara. Hallo, Domian, guten Abend. Ja, du hast dich auch zu unserem Thema gemeldet. Warum? Ja, ich habe eine Niere gespendet. Du hast eine Niere gespendet? Wem? Genau. Und zwar... meine Tochter ist im Jahre 2003 an einer seltenen Krankheit erkrankt und diese Krankheit verläuft so, dass der eigene Körper die eigenen Organe abstößt. Ja. Das heißt, also zuerst hat diese Krankheit, Gut-Pass-Strass-Syndrom heißt diese Krankheit, hat zuerst die Nieren komplett vernichtet, sage ich jetzt mal so. Ja, ja. Und dann hat sich weiter an die Lunge versucht ranzumachen, um das jetzt bildlich so zu erklären. Und da hast du die Entscheidung getroffen, dass du deiner Tochter eine deiner Nieren spendest. Ja, aber nachdem die Krankheit die Nieren vernichtet hat, habe ich die, also wie soll ich das jetzt erklären? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ist es so, hätte ich meine Tochter damals zum 1. August 2003 nicht ins Krankenhaus gebracht, natürlich war sie vorher in ärztlicher Behandlung beim Urologen, nur er hat nichts festgestellt, beziehungsweise hat diese Krankheit nicht erkannt. Ich habe sie zum 1. August 2003 ins Krankenhaus gebracht und 2 Stunden später war sie an der Dialyse. Oh. Das heißt, die Ärzte haben festgestellt, dass die Nieren überhaupt nicht mehr funktionieren. Und hätte ich sie damals in der Nacht nicht ins Krankenhaus gebracht, wäre sie gestorben. Weil die Blutwerte waren so schlecht, dass die Ärztin zu mir damals gesagt hat... Also kann man sagen, dass du deiner Tochter zweimal das Leben gerettet hast. Nämlich das erste Mal, dass du sie hingebracht hast und dann das zweite Mal, dass du ihr die Niere gespendet hast. Ja, könnte man das auch so sagen. Ich sehe hier auf meinem Bildschirm einen Hinweis... ist deine Tochter auch mit im Zimmer bei dir? Ja. Könntest du sie mir vielleicht rasch mal geben, Barbara? Wir sprechen gleich weiter. Ja, ja? Okay. Ich laufe mit dem Hörer jetzt. Genau. Wie alt ist denn deine Tochter? Ich bin 22. 22, da ist die Tochter. Und wie heißt die Tochter? Wie heißt du? Caro. Caro. Ja. Caro, die Niere von der Mama bekommen. Ja. Im Jahre 2003. Nee, 2003 bin ich krank geworden. Ach so. Und dann erstmal ein Jahr lang dialysiert. Ja. Und dann, weil meine Werte waren schlecht und wenn die Werte schlecht sind, dann kann man halt nicht operiert werden. Ja. Und deshalb dann 2004 war dann die OP, wo die Werte... 2004. Wie geht es dir heute mit der Niere deiner Mutter? Gut, wieder alles okay. Alles wieder okay? Ja. Musst du denn, so wie wir es gerade gehört haben bei der Leber, musst du denn, obwohl es die Niere deiner Mutter ist, auch jetzt zeitlebens diese starken Medikamente nehmen? Ja, also am Anfang nach der OP waren es ziemlich viele Medikamente, aber jetzt mit der Zeit werden es immer weniger. Aber einen gewissen Teil, wie diese Immunsuppression, weil wie auch der Mann vor mir schon gesagt hat, muss man sein Leben lang nehmen, damit die Niere nicht abgestoßen wird. Aber du kommst da, du bist ja auch noch jung, kommst damit gut klar? Ja. Kannst du auch so alles essen, alles trinken? Ja, wieder. Ja. Wo ich in der Dialyse war, war das halt so, dass man halt nicht viel trinken kann, weil die Nieren halt nicht arbeiten, weil die Nieren sind ja praktisch
die verarbeiten das ja alles. Genau. Die ganzen Giftstoffe scheiden ja aus. Mhm. Und wenn die Nieren nicht arbeiten, dann dadurch da die Dialyse. Mhm. Und ja, und da durfte man auch halt nur 1 Liter trinken. Mhm. Keine kaliumhaltigen Sachen essen. Alles halt, was die Niere bearbeitet, ja, durfte man halt nicht. Und das ist halt jetzt wieder alles in Ordnung, weil ich habe jetzt die Niere von meiner Mama. Ja. Und deswegen ist es wieder alles okay. Kannst du mal ein Glas Bier trinken oder ein Glas Wein? Also das ist auch alles möglich. Kein Problem. Und Sport und so ist auch möglich. Okay, ja. Ja. Wie findest du das, dass deine Mutter das für dich gemacht hat? Super. Sehr gut. Ja, ist ja schon eine tolle Sache. Als sie dir das damals gesagt hat, wie habt ihr darüber gesprochen? Erinnerst du dich noch, als sie es dir gesagt hat, ich bin bereit, dir meine Niere zu geben? Ja, also am Anfang stand es ja ganz zur Debatte, weil es ja erstmal voll weit entfernt war, wegen halt dem einen Jahr, wo ich halt richtig krank war, wo halt wirklich gar nichts ging, wegen den Werten und so. Mhm. Und dann, wo es zum Thema kam, da gab es gleich keine Diskussion, das hat direkt festgestellt, dass sie das macht. Mhm. Da gab es gar nichts. Sie hat direkt von vornherein gesagt, dass sie das macht, wenn sie passt. Und das war, dann hat sie gepasst. Ist schon eine tolle Sache, ne? Die Prognosen der Ärzte, du bist 22 Jahre, jetzt alt, sagst du, könntest du mit dieser Niere uralt werden oder ist es doch eine Begrenzung? Also, ich habe da noch eine Zwillingsschwester, muss ich dazu sagen. Mhm. Und die hat auch die gleiche Blutgruppe wie ich. Ja. Das ist halt bei mir halt doppeltes Glück, dass wenn mal irgendwas passieren sollte, könntest du spenden kann. Ah ja. Mhm. Aber dennoch, die Prognose der Ärzte. Besteht die Chance, dass du mit dieser Niere der Mutter 80, 90 Jahre alt werden könntest? Die Chance besteht. Die Chance besteht. Ja. Das wünsche ich dir von Herzen, Caro. Dankeschön. Gibst du mir deine Mama nochmal zurück? Ja, okay. Okay, tschüss. So, hallo. Barbara, war das für dich, als der Gesundheitszustand deiner Tochter sich dann so zugespitzt hat, war das für dich ganz selbstverständlich, dass du das machen würdest? Ja, natürlich. Ja. Also zuerst haben die Ärzte gesagt, naja gut, es ist eine Zwillingsschwester da. Und ich habe gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Mhm. Zuerst werde ich getestet. Mhm. Und wenn ich meiner Tochter die Niere spenden kann, also wird ihre Zwillingsschwester, kommt überhaupt nicht in Frage. Ja. Jetzt hast du nur noch eine Niere, aber ein Mensch kann, soweit ich da informiert bin, mit einer Niere ja durchaus auch normal leben. Wunderbar. Die darf dann nur nicht krank werden, diese eine Niere, dann sieht es heikel aus. Wie hast du diese, vielleicht eine Frage zum Schluss noch, wie hast du diese Operation überstanden und in Erinnerung? Die Operation habe ich gut in Erinnerung. Ich bin in der Uni Frankfurt operiert worden. Ja. Wie lange muss man da im Krankenhaus bleiben für? Du wirst es nicht glauben. 8 Tage. Nur 8 Tage? Hätte ich jetzt, ich hätte gedacht, bestimmt 2 Wochen. Nee. Mhm. Und nach 6 Tagen habe ich schon mein Tänzchen gemacht. Liebe Mama, das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Freue mich sehr, dass es euch beiden gut geht. Und dass du so hast helfen können und dass du das gemacht hast, Weißt du, ich komme mir überhaupt nicht besonders vor. Ich denke mir, jeder Elternteil hätte das Gleiche für sein Kind gemacht. Leider nicht jeder, aber ich finde es toll, dass du es gemacht hast.